Ja, bist du jetzt wieder beruhigt? Ja, heute habe ich ein bisschen bessere Laune. Weil du meine 100 Euro kriegst. Video, weil ich habe erst eine Wette gemacht mit Julian und habe 100 Euro gewonnen. Deswegen bin ich immer gut gelaunt. Umso mehr Geld in meine Tasche fließt, desto mehr gelaunt und besser gelaunt bin ich. Ja, das ist wie bei Pac-Man. Bei Pac-Man heißt Pac-Man Jack das Spiel. Der frisst die ganze Zeit und wird immer voller. Das ist wie bei Pac-Man, weißt du? Fressen und dann wegrennen. Ich habe gewonnen 100 Euro. Willst du das mal Hallo sagen? So, achso, yo. Yo, was geht ab, mein Lieben? Die Prinzen am Start hier. So, heute machen wir wieder ein kleines Kurzvideo für euch. Und zwar mit diesem wunderschönen Golf R, der jetzt ganz neu auf dem Markt ist. Ein ganz neues Modell, ganz neues Auto. Was ich persönlich extrem feiere, ist momentan bei diesen Fahrzeugen dieses Symbol. Das, ja, das neue R-Symbol. Das sieht unglaublich elegant aus, unglaublich dezent und schön. Und das erkennt man sofort, R. Ne? Die Fahrzeuge an sich, ich bin jetzt letztens gefahren, den Arteon Probe, dann hatte ich den T-Roc Probe und den Tiguan Probe. Ne? An sich. Als R. Als alle als R, alle als R-Modelle, natürlich. Also mit Akrapovic Auspuff, Endschalldämpfer, etc. Auch komplette Auspuffanlage von Akrapovic. Mir gefallen die, also von Golf jetzt, wenn man über Golfklassen spricht oder VW, besser VW-Klassen spricht, krass gemacht. Die neuen Fahrzeuge sind unglaublich geil. Die haben Sound, die haben Power, die haben Leistung, die haben auch drin ein Ambiente, wo man sich vertiefen kann. Es ist bei jedem ein bisschen anders. Ne? Beim Arteon hast du zum Beispiel so ein bisschen mehr Ambiente als beim T-Roc. Bei dem Tiguan hast du auch ein bisschen mehr als beim T-Roc. Das ist auch immer klassenbedingt. Ne? Aber sehr schöne Autos momentan, haben sehr schön gemacht. Die Sitze auch, ne, wenn du dann guckst, einmal reingehst ins Auto und dir mal anguckst, wie schön dieses Logo ist und wie schön die Sitze gestalten. Ne? Du hast auch komplette Ambientebeleuchtung mit drin. Du hast selbst vorne eine Ambientebeleuchtung mit drin im Armaturenbrett und auch auf den Seiten. Und die kann man auch variieren anhand der Einstellung, die du fährst, Sport, elegant oder normal, was weiß ich, was für Einstellungen. Es gibt mehrere Einstellungen. Und danach, daran passt sich auch die Ambientebeleuchtung an. Race etc., was alles so gibt. Und man kann auch manuell die Ambientebeleuchtung umstellen natürlich. Ich mache jetzt keine Werbung für VW, aber ich wollte halt nur meine Erfahrungen wiedergeben, die ich in den letzten Tagen mit den neuen R-Modellen dann gesammelt habe. Warum hast du den Golf 8 eigentlich nicht getestet? Der ist mir zu klein. Also T-Roc ist auch sehr klein, klar. Mhm. Aber ich habe den nur so aus Just for Fun gehabt. Aber der ist mir zu klein. Ich brauche da schon ein bisschen. Ja, ich habe ja einen kleinen Sohnemann jetzt, ne? Und wollte halt ein Fahrzeug haben, wo auch seinen ganzen. Also mein Sohn ist halt ein bisschen verwöhnter. Das ist ja auch der Prinz Omar. Der kriegt da auch hinten die ganzen Sitze mit Liegefunktion und 360 Grad Drehung und so. Und diese Sitze, die brauchen dann halt ein bisschen mehr Platz hinten, viel mehr Platz. Und er hasst es sowieso, im Auto zu sitzen, er hasst es. Deswegen muss ich ihn versuchen, hinten so gemütlich wie möglich zu machen, mit Panoramadach, mit etc. und allem drum und dran. Und deswegen ist es viel zu klein. Ich habe ja die A-Klasse stehen, da könnte ich auch die A-Klasse behalten, weißt du, was ich meine? Für den Kleinen halt. Zum Fahren. Aber nee, dann haben wir geguckt, dass wir ein bisschen was Größeres suchen für ihn, aber auch natürlich mit Power, mit Leistung. Ist aber noch nicht festgesetzt, also ich guck mal, ich gehe jetzt weiter mit Audi ein bisschen quatschen, mit BMW jetzt, ich muss dann gucken, dass ich ein 50. Auto finde für die Familie halt. Für die Familie, ne? Für die Familienausflüge. Für mich ist der 7er immer noch die Nummer 1, mein 7er. Aber mit dem 7er fahre ich ungern mit der Familie, weil ich immer angehalten werde und ich immer rausgezogen werde. Auf jeden Fall, da steht der Golf. Ja, guck mal, hinten auch so wunderschön. Ne? Das hier sieht mir ein bisschen zu modern aus. Das gefällt mir halt jetzt nicht so. Ja, obwohl es auch sehr elegant, sehr schön ist, aber es ist mir einfach zu schmal. Es ist mir zu unauffällig, dieses VW. Es ist zu schmal, es ist zu dünn. Weißt du? Mhm. Du weißt, was ich meine, war das schlanke. Obwohl ich ganz cool finde, weil es macht das Auto so ein bisschen. Das wäre Zukunft. Mhm. Das macht das Auto Zukunft. Das macht das. Das modernisiert das einfach nur. Ich finde aber das alte ein bisschen schöner. Okay. Weißt du, es hat so eine Rundung. Ja, ist okay, aber nicht meins. Ne? Obwohl, für die Folierung ist es natürlich noch viel besser als die alten Dinger. Weil, guck mal, das ist glatt. Ja? Ja. Der kriegt jetzt einmal eine Form hier rein. Eine blaue, also mit einer Folie von 3M, eine blaue. Dann hast du halt hier einen geraden Übergang. Der kommt vom Dach, ein halbes Dach. Spoiler bleibt, wie es ist. Hier kriegst du einmal eine schöne Form rein, in blau. Dann haben wir halt so einen schönen Teil von Jungen gemacht bei dem. Hier haben wir noch einen Audi A6, den wir vor ungefähr 3 Jahren poliert haben. Vor 3 Jahren. 3 Jahren.
Der hat jetzt einen Schaden vorne, der hat eine Stoßstange. Und die Stoßstange wurde einfach mal komplett ausgetauscht und jetzt kriegt einfach eine Folie drauf. Ne? Das war's halt bei dem. Bei dem wird nicht viel gemacht, außer halt eine kleine Nacharbeit nach dem Unfall halt. Nicht eine Nacharbeit von uns, sondern der Wagen hat einen Unfall gehabt, dann musst du das nacharbeiten. Ja, bei denen haben wir halt einen Sternhimmel damals auch mit verbaut. Das kann ich euch mal zeigen. So, wo bist du denn? Zack. Ne? Ich mach mal hinten die Fenster auf. Ne, so richtig schönes Weiß drin. Wunderschön aus. Ja, das ist halt das, was wir auch alles anbieten. Ich zeige es euch in jedem Video immer wieder, wie wir dann große Projekte auch am Start hatten, wo auch Sternhimmel etc. alles immer mit verbaut wurde. Und hier kann man mal kurz schön sehen, wie das aussieht im Endeffekt mit dem Sternhimmel. Also wir sehen uns dann mal gleich, wenn wir den Golf da vorne bearbeiten, den R, den neuen. Dann könnt ihr mal sehen, wie das Step by Step fertig wird und bis gleich. So, das gehört natürlich auch zu unseren Tagesabläufen. Die Fahrzeuge, nachdem die fertig sind, noch mal komplett kontrollieren. Noch einmal schön erhitzen, erwärmen, also tempern. So dass man dann auch später sagen kann, der Wagen ist komplett offiziell fertig foliert und kann direkt raus, ohne dass man später weitere Probleme bekommt. Ne? Was genau macht man mit Tempern? Warum muss man tempern? Na, man muss die Folie immer auf 90, zwischen 90 und 110 Grad und 120 Grad kommt je nach Hersteller an, bringen, nachdem man die raufklebt auf ein Auto, damit man dafür sorgt, dass die Garantie auch stehen bleibt, dass die Folie nicht in den Ecken und Kanten oder in den tiefen Eingängen sich löst. Das heißt, jede Folie hat eine Art von Luftkanäle drin. Und wenn du diese Folie auf diese bestimmte Temperatur bringst, dann brechen die Luftkanäle und dann wirkt der Kleber stärker und intensiver halt. Dann hat man halt das getempert und wenn man es getempert hat, ist es dann auch regelrecht oder richtig foliert und richtig gemacht. Weil alles, was man macht, hat hier seine Prinzipien und seine Grundregeln. Und beim Folieren zählt halt das Tempern zu einer sehr wichtigen Funktion für die Folie, damit die auch später 100% haftet. Ja? Hier haben wir jetzt ein Z4 mit einer riesigen Motorhaube. Es gibt keine Folie in der Breite. Weltweit nirgendwo. Deswegen musste man halt hier dafür sorgen, dass die Folie, dass zwei Folien draufkommt. Man hat so eine Überlappung, eine sehr schöne gerade Linie, die auch gar nicht so weit auffällt, wenn man nicht davon weiß. Und von weitem guckt, dann sieht man das nicht so stark. Stimmt. Ne? Nur wenn man das weiß, fällt es auf. Ne? Und man sieht ja, die Breite von hier bis hier ist ja auch schon fast 1,50 Meter. Und von danach da 1,50 Meter, die Folie ist gerade mal 1,53 Meter breit. Ne? Und die Länge ist ja auch wiederum jetzt mal 2,5 Meter. Das ist schon eine sehr brachiale Motorhaube und sehr aufwendige Geschichte mit der Motorhaube. Was ist für eine Farbe? Das ist so ein Rotbraun. Was? Rotbraun? Rotbraun Metallic. Schön, wa? Na, was anderes. So, vor allem, ne? Das sieht nicht aus wie Folie, ne, bei dem Auto. Hä? Das sieht nicht aus wie Folie. Sieht nicht aus, ne. Das gehört ein Rentner, fa. Okay. Zwei süße Rentner, Mann und Frau. Die haben bei uns vor einem Jahr das Dach in Weiß folieren lassen. Der Wagen war vorher in Silber. Jetzt kamen wir halt, anstatt sich einen neuen Wagen zu kaufen, und gesagt, wollen wir den Wagen noch folieren in Rot. Die waren halt am Schwanken zwischen neu kaufen und folieren. Und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir das rot, dann bleibt das Dach aber weiß bitte. Und dann haben wir das Dach halt weiß gelassen und den Rest in Rot nochmal foliert. Und dann, man kann so Step by Step mal ein bisschen was verschönern. Der erste Step bei dem war halt, das zu verschönern, in die, eine Änderung reinzubringen, indem die das Dach einfach nur in Weiß machen. Wie so Cabrio verdeckt, weißt du? So, das ist jetzt das Endergebnis von einer Seite. Wir haben den Wagen jetzt leider zu sehr an die Wand geklatscht hier, weil wir jetzt noch den BMW da noch mal tempern mussten und der Audi noch viel zwei viele graue Autos. Okay. Ja, auf jeden Fall so sieht es dann im Endeffekt da aus. Sobald die andere Seite fertig ist und das Dach fertig ist, kriegt ihr sowieso ein Carbon zu sehen. Wie wir hier arbeiten, kann man gerne sehen. Das ist ein Knife Tape. Das ist so ein Tape, mit dem man schneidet, damit es die Form schön hat, wie da drüben parallel die gleiche Form wie auf den beiden Seiten. Damit man auch nicht auf den Lack schneiden muss, setzt man so ein Knife-Tape an. Die Folie geht einmal schön hier rein, das kann man mit der Hand schneiden. Da ist man ganz leicht mit der Hand, da schneidet man den Lack auch nicht an. Und dann kommt später ein Knife-Tape von der anderen Seite bis hier parallel direkt gegenüber. Da hat man genau die gleichen Maße genommen, zack. Das ist so ein, achso, wenn jemand nicht weiß, was ein Knife-Tape ist, wo ist denn die Rolle? Das zeige ich euch gerne mal. Damit ihr auch wirklich seht, was wir so am Tag machen hier mit den ganzen Sachen.
Ich glaube, das verschafft euch auch gleich mal einen ganz anderen Einblick in die Firma. Schaut mal, das nennt sich Schneifliss-Tape. Das ist so ein Schneidetape, so ein Schneideband. Hier drin gibt es eine ganz kleine Schnur, wie du siehst, die auch sehr robust und stark ist. Und das ist dann halt diese Schnur, die Folie schneidet. Ne? So. Siehst du? Mhm. Das trennt man dann voneinander. Später während die Folie, also das setzt man jetzt an, dann kommt die Folie hier rauf. Dann packt man es, also später ist es leichter, es abzuziehen. Das ist jetzt nur, weil es auf dem Ring drauf ist. Später sieht man es richtig vernünftig, zack, einmal so ab und dann geht's ab. Jetzt habe ich nur einmal vom Kleber abgezogen, um euch zu zeigen, wie das aussieht. Gut. Und wie gesagt, sobald der Wagen dann fertig ist, kriegt ein schönes Kapern. Jetzt erstmal noch ein Zwischenporn. Bis später. So, meine Lieben, das war's nun auch von uns für heute wieder mal. Diese kurzen Short-Videos haben wir natürlich für euch, wie gesagt, extra ins Leben gerufen, damit ihr auch ein bisschen was von unseren Tagesabläufen habt. Hier ist der Golf, den wir jetzt fertig gefüllt haben. Ich habe jetzt ein bisschen was über den Wagen erzählt gehabt. Ja, jetzt haben wir hier das Blaue fertig gemacht. Wir haben das Dach komplett im Blau foliert und auch, wie gesagt, diesen kleinen Übergang hier, dass man so einen kleinen Bogen mit drin hat. Und ja, das war's halt. Ich würde einfach mal sagen, wir geben jetzt einen ganz, ganz minimalen kleinen Carbon ab. Zur Entspannung, zur Unterhaltung, also Carbon los. Bam. Touchdown like a head zone. When the circle turn to my home, can't get me out of my zone. Go hard, go hard, or go home, go hard, go go go, or go home. Yeah, these championship rings on my hands now. In my head I'm top 10, yeah, that's hands down. You a squad, now you're looking man down. Funny how foes turn to friends now. Drive a race car like a Atari now. Call filling up, I need product again. Treat the business like a playground, might slide on you. Do me wrong, might find you. Do a backflip, cause I'm mad rich. I'm the definition of what that is. Go hard, or go home. Go hard, or go home. Go hard, or go home. Go hard. Touchdown like the end zone. When the circle turn to my home, can't get me out of my zone. Go hard, go hard, or go home. Go hard, go go go, or go home. I'm a warrior, I go back to back, then go back to back. If I top the top, then I double back, and I'm topping that. Yeah, I beat my own records. Yeah, I gotta get money fetish. Same team, I'm Cedric. Never dull, this electric.